Da muss ein rotes Licht leuchten. Besser. Ja. Wegen der Zeit müssen wir schauen, dass ich relativ pünktlich fertig wäre, weil ich habe um 11 Uhr einen Lightning Talk. Wie viel habe ich jetzt genau? 30 Minuten, oder? Sehr gut. Einfach, gibst mir die Halbzeit und dann gibst mir die 5 Minuten. Ah, okay. Der Gegner. Die sterben. Da, so. Hm? Ja, hab ich schon noch. Verschlüsselung. Du weißt, wie das mit Verschlüsselung ist, wenn jeder den gleichen Schlüssel hat. Ja. Hm. Warten wir jetzt noch Minuten oder sowas, falls da noch gekommen. Bitte? Okay. Klasse Auflösung kommen wir da. Okay, Moment. Super. Direkt aus dem vorigen Jahrtausend. Da, so, Settings, Display. Ah, klasse. Und mein Laptop-Display kann nur Full HD anzeigen. Das ist modernste Technik. Was? Ich soll jetzt einfach einen neuen Beamer kaufen? Ich glaube nicht. Theoretisch sollten wir das komplette Set. Nein, Moment, dann machen wir es kleiner. Dann siehst du die oberen linken Pixel oder sowas. Gut, dann waren wir vermutlich soweit. Dann wird es mit den Sachen ein bisschen schwierig teilweise zum Vorzeigen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Displayauflösungen nicht wirklich zusammenpassen. Ich hätte da so ein Handout, aber gibt es einfach hier. Das ist am einfachsten. Okay, Willkommen bei die Grazer Linux-Tage 2015. So, was ich informiert bin, sind das jetzt die 13. Linux-Tage. Da merkt man, da kann ein bisschen was schief gehen, aber ich möchte euch heute kurz ein bisschen erzählen, so wie man YouTube-Videos unter Linux macht, also Let's Plays oder andere Geschichten. Ich bin, wie gesagt, auch mit der Hardware ein bisschen eingeschränkt, was ich machen kann, aber die grundlegenden Sachen funktionieren auch besser auf einem gescheiten PC. Aber im Prinzip, es ist nicht schwierig. Ich kann euch nicht unbedingt sagen, wie man einen erfolgreichen YouTube-Kanal macht, wo man dann damit leben kann. Ich habe derzeit, ich glaube, 28 Subscriber und monatliche Einnahmen um die 50 Cent. Yeah! Also, wie gesagt, arbeiten ohne reich zu werden. Aber das kommt hauptsächlich bei mir auch daher, dass ich einfach relativ wenig Zeit habe. Ich habe meistens ein Video die Woche oder sowas. Die Sachen, also so, die Linux-Tools sind relativ gut mittlerweile und einfach zum Bedienen. Das Einzige, wo es möglicherweise schwierig ist, ist bei Audiogeschichten, weil man Puls-Audio entsprechend konfigurieren sollte, dass man das Game-Audio und das Mikrofon getrennt aufnimmt. Und da habe ich ein paar Skripten, da zeige ich dann was vor. Da das steht, glaube ich, auch am Cheat-Sheet ein Beispiel drauf, wie man sowas machen kann. Das, wo es dann wirklich schwierig ist, ist für Minecraft. Für andere Spiele geht das alles super klasse zum Audio aufnehmen. Minecraft ist da ein bisschen eine Katastrophe, weil es halt in Java geschrieben ist und Java spielt halt mit modernen Audiogeschichten einfach nicht zusammen. Da muss man dann extra konfigurieren, weil der verwendet noch ein anderes Audio-Output, dass man es wirklich getrennt aufnehmen kann. Fangen wir mal an. Als erstes brauchen wir ein bisschen Video. Das heißt, wir starten einfach einmal. Schauen. Den ja, das ist ein Videokarten, danke. So, okay, das sieht man. Also man kann mit Simple Screen Recorder relativ einfach Video aufnehmen. Der ist auch von der Performance her einwandfrei in Ordnung. Da sage ich jetzt in dem Fall Select. Select Window. Dann können wir das aufnehmen. Continue. Save as. Praktisch ist immer vorher in der Preview nachschauen, ob man das tatsächlich aufnimmt. Das ist mir nämlich schon zweimal passiert. Da nimmt man schön eine 8-Stunden-Episode auf und kommt drauf, dass man dann den falschen Desktop gecaptured hat. Das ist dann so relativ klar, als wenn man das Ganze nochmal machen muss. Also jetzt sagen wir Start Recording. Dann nehmen wir einfach ein paar Sekunden auf als Intro für das Video in dem Fall. Das war's Simple Screen Recorder derzeit nicht kann, ist mehrere Sachen gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, dass ich sage, ich nehme jetzt ein Spiel auf und eine Kamera auf. Was aber funktioniert ist, dass ich halt, was weiß ich, entweder die Kamera, also wenn es eine moderne Webcam ist, funktioniert das super mit anderen Tools. Bei meiner Webcam, was ich daheim habe, funktioniert das Aufnehmen direkt von der Webcam nicht. Da zeige ich es mit M-Player an und tue mit dem zweiten Screen Recorder einfach durch das Video capturen. Ist ein bisschen Aufwand, aber das geht relativ simpel. In dem Cheat Sheet die Audiokonfiguration, was ich da drin habe, ist, kann ich da auch anzeigen, ist so, dass ich dann die Audio, also vom Game und Video extra capture, aber eine zusätzliche Audio Sync habe, wo ich dann auf beide Kanäle aufnehmen kann. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich dann mit M-Player einen voraufgenommenen Countdown abspüle. Damit kann ich dann die Videos synchronisieren, ganz leicht. Damit das, was ich dann im Video rede und das, was im Spiel wirklich passiert, dann wirklich so halbwegs synchron ist. Jetzt brauchen wir noch vielleicht ein anderes Video, wo ich was rede, weil das Mikrofon habe ich da auch drin an, kann's. Sicher Licht einschalten. Licht. Ein. Funktioniert. So. Machen wir das einfach so, wenn ich sage so. Ich sage so 3, 2, 1 Aufnahme und ihr sagt dann so, hallo bei den Linux-Tagen. Wir brauchen auch ein kurzes Video, dass ich dann die Bearbeitung zeigen kann. Mal schauen, dass ich da was scharf hinkriege. Ja. Okay, probieren wir das. 3, 2, 1. Hallo bei den Linux-Tagen. Perfekt. So, schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Licht aus. Und es gibt mehrere Videobearbeitungstools. Ich bevorzuge KDEnlive. Was auch sehr gut ist, ist OpenShot. Der hat nur das Problem, dass er die Audio-Tracks nicht anzeigt. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt dann eben ein Spiel auf und hab dann noch mein Audio dazu, was ich so extra aufnehme, dann kriege ich das nicht gescheit synchronisiert. Es geht, aber das ist dann so probieren und Audio-Track ein bisschen verschieben und abspülen und schauen, ob jetzt beide synchron sind und dann wieder verschieben und das ist einfach lästig. So, sagen wir ein neues Projekt. Okay. Das muss ich jetzt wieder irgendwie klein machen, damit man das da oben am Bildschirm sieht. Okay. So, und so. Und jetzt müssen wir zwei Videos importieren. Wo habe ich denn eigentlich? abgespeichert. Okay. Und Videos. Soll theoretisch trotzdem gehen. Dann haben wir noch SDK. Da und Copy, ja. Gut, dann, das heißt, wir nehmen die Videos einmal rein. So, mal schauen. Zack. Schneiden das Ganze dann einfach mal. Einmal, zweimal. Das Ding hat sicher entfernen Tasten. Ja, zack. Du kannst es da oben in dem Fenster auch schneiden. Du kannst da relativ alles konfigurieren, was du da so brauchst. Ich bin da mehr so auf der einfachen Schiene, aber look, du kannst da eben, wie gesagt, die Sachen schneiden, du kannst das Audio trennen, du kannst die Clips gruppieren, du kannst da Overlays machen. Das Ding hat relativ viel, also die Feature-Listen ändert sich dann auch so alle 5 Minuten gefühlterweise. Also, da sollten wir jetzt vorher schauen. Okay, das müssen wir jetzt. Okay, probieren wir das. 3, 2, 1. Okay. Das heißt, das schneiden wir dann da und da. Weg. Weg und weg. Machen da einen Übergang rein. Resolve. Okay. Lang, das heißt, das schneiden wir auch noch da weg. Es gibt da noch ein paar Bugs leider mit der Zeitleisten, dass er da manchmal ein bisschen komisch tut. Und da sagen wir noch, das soll. Das ist schwarz und dann haben wir theoretisch ein Video. Das machen wir anders. Transition, Effekt, Fade from Black, 2 Sekunden. Das können wir dann praktisch exportieren als Render H264 YouTube. Gut, und was Sie auch noch machen können, zum Uploaden auf YouTube ist immer ganz klar Thumbnail zu machen, einfach in der Zeitleiste schauen, wo was passendes ist. Extract Frame. Und das sagen wir dann wieder auf irgendwie. Das ist der einzige Nachteil an der Geschichte ist, wenn man KDE-Software verwendet auf ein Nicht-KDE-System, dann spült das von die Dialoge meistens ein bisschen komisch zusammen. Aber ansonsten, so Videos, zack, GLT 2015. PNG, geht dann da her und so her. Da, weil wir das Thumbnail machen, können wir das Ding gleich uploaden. Videos GLT 2015, hallo, zack. Machen ein Thumbnail dazu und ich mache das jetzt einfach mit GIMP für, wenn ich jetzt eine komplette Serie habe, mache ich da meistens mit Image Magic, also Perlscript mit Image Magic, wo ich dann einfach sage, ich exportiere einfach das Thumbnail immer unter bestimmten Namen und blende dann automatisch Titel der Serie ein plus Episodennummer. Die Frage ist, wo hat er das jetzt hin exportiert? Hätte ich auch schauen sollen. Na gut. GLT, so. Plupp. Zack, zack. Ja. Und dann sagen wir da einfach, ich sehe das nicht. Zieg. File X. Thumbnail finished. Zack, zack. Discard. Browser und dann sagen wir so. Public, Custom Thumbnail, haben wir gesagt, nehmen wir das da, zack, Uploading, Save Changes und wir sind online. Also wie gesagt, theoretisch. Also wie gesagt, das war jetzt so ein relativ irgendwie zusammengehacktes Video, aber nicht Autoplay. Aber wie gesagt, die Tools auf Linux sind alle vorhanden. Man kann eine komplette Serien machen. Man kann den Simple Screen Recorder auch verwenden, um auf Twitch zum Beispiel live zu streamen. Ich habe es auch mit YouTube Livestreams getestet, das funktioniert. Braucht man entsprechend gescheites Internet. Also so 4 Mbit ab sollten auf jeden Fall sein, um eine halbwegs Auflösung zu machen. Aber das geht relativ klasse mit den die Tools, aha, und da Linux-Tage mit, gut. Ich habe eine Frage, verwendest du DaVinci Resolve oder OpenShot auch? Nein, nie eigentlich nötig gehabt. Also, es ist so, wenn ich jetzt wirklich irgendeine komplizierten Effekte haben will, dann kann ich das teilweise mir einfach, ich meine, ich bin Programmierer, ich tue mir da ein bisschen leichter. Was ich dann zum Beispiel mache, ist einfach mit M-Player kann ich die einzelnen Videoframes als BMP-Dateien oder JPEG exportieren und gehe dann mit dem Skript von Image Magic drüber und kann mir jeden Effekt, den ich mir denken kann, einfach basteln. Also ich habe jetzt hauptsächlich, ich meine, OpenShot habe ich verwendet, aber jetzt verwende ich nur noch KDEnlive und alles andere eigentlich derzeit einfach brauche ich es nicht. Kann durchaus sein, dass ich einmal sage, ich brauche irgendwas Spezielles und ich nehme mir jetzt irgendeine kommerzielle Software her oder Ding, aber eigentlich die letzten 2 Jahre nie irgendwas braucht. Es geht alles, also so gut wie alles, was ich irgendwie habe, mit Bordmitteln von den Tools, und der Rest sind meistens ein paar Skripten, die man irgendwo aus dem Netz zusammenkopiert. Weitere Fragen? Wie heißt das Programm? Das Videoprogramm? Ja. KDEnlive. Warte mal kurz. Nein, kann es nicht groß darstellen, also auf die Schnelle, aber KDEnlive, das gibt's aber live, das ist praktisch von KDE aus, aber das läuft auch mit jedem anderen Desktop. Muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie wieder auf dem Dings dargestellt kriege. Aber das ist das Ding eigentlich, KDEnlive. Und ganz wenig Sachen, die mich irgendwie an dem Ding stören. Es gibt ein paar Sachen mit Überblendungen noch, die nicht... wo die Tracks direkt nebeneinander liegen müssen, dass ich da eine Überblendung mache. Das heißt, für komplizierte Edits muss ich da unter Umständen zweimal an das Video rangehen, dass ich da jetzt das so staffel. Aber an und für sich, also das soll auch behoben werden in die nächsten Versionen, was ich gehört habe. Und ich kann in jedem Format, was ich brauche, eigentlich exportieren. Was? Blurring, also sprich Gesichter verschwimmen lassen, weil ich weiß, dass das gehen soll, aber... Ja, ich hab's verwendet, aber... Kann auch sein, dass ich den Teil in OpenShot gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe im Intro von meiner aktuellen YouTube-Serie hab ich nämlich genau sowas gemacht. So bei schauen. Oder auch nicht im Intro, im Outro habe ich das drin. Das ist da hinten irgendwo. Würdest du mir das bitte anzeigen? Nein. Danke, YouTube. Okay. Das heißt, da habe ich dann ein Blurring und dann einen Text vorne. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wo ich das Outro zusammengeschnitten habe. Weil ich meine, das kann das OpenShot nicht, ich verwende mich selber auf meine YouTube-Videos OpenShot. Mhm. KDEnlive habe ich jetzt mal für einen Auftrag, den ich im Februar gehabt habe, Wobei ich einmal sage, nachdem das Linux und freie Software ist, wie gesagt, du zahlst dann eh nicht pro Videobearbeitungsprogramm. Wenn es im einen nicht geht, dann habe ich es halt im anderen und lade dort wieder ein. Also wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt nur KDEnlive verwenden, sondern wenn ich jetzt ein anderes Tool habe oder meine Thumbnails und teilweise, ich habe im Intro so Geschichten, dass ich nicht Minecraft, da bin ich es nicht gewohnt, mit nur einem Desktop zu arbeiten, aber ich habe so im Intro zum Beispiel, dass ich sage, ich habe immer einen Episodentitel drin und was ich mir einfach gemacht habe, ist ein Default-Projekt, wo ein Pseudotitel drin steht und dann habe ich ein Perl-Skript, das dann entsprechend für diese Folge mit der Nummer die Ordner macht, die Datei umkopiert, die Projektdatei und dann die Images einfach mit dem Untertitel ersetzt. Also wie gesagt, da ist man nicht limitiert, was jetzt die Software intern bietet, sondern da kann ich jetzt auch von außen rangehen, weil das sind XML-Dateien und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Effekt im einen Programm nicht, dann habe ich ihn halt im anderen. Also das funktioniert recht gut mit den Open-Source-Geschichten. Gibt es einen Vergleich zu Actarix? Zu was? Actarix ist auch ein Video. Sagt mir jetzt nichts. Ist das ein freies Ding? Oder? Okay. Sagt mir jetzt nichts. Also, ich meine, es kann sein, dass ich es mir einmal angeschaut habe, aber ich hab einige Sachen durchtestet und das sind halt die Programme, mit denen ich glücklich geworden bin. Das heißt jetzt nicht, dass ihr auch damit glücklich werdet. Das ist einfach nur zum Schauen. Weil jeder ein bisschen anders arbeitet und andere Anforderungen hat. Ne? Eine Minute. Okay, eine Frage noch. Keine Fragen mehr. Alle wunschlos unglücklich, passt. Ich habe eine Frage. Ja, bitteschön. Verwendest du, das hat jetzt ja mit der Hardware zu tun, was eigentlich immer möglich ist von Let's Play Videos auf Außenaufnahmen? Mache ich auch, ja, aber es hat, also wie gesagt, wenn ich jetzt draußen Aufnahmen mache, mache ich meistens Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann mit der Canon, kriege ich recht gute Videos zusammen und ich habe auch die heißen die kleinen Dinger schnell, die was man sich am Helm montiert, die GoPro, genau, ja. Habe ich auch, aber ja, wie gesagt, derzeit hauptsächlich, wenn ich draußen unterwegs bin, bin ich mit meiner antiken Polaroid unterwegs und die gibt halt keine Videos, ne? Passt, dann möchte ich mich bedanken, dass trotz der sehr frühen Stunde da im Vortrag war's. Und um 11 Uhr sind Lightning Talks, da stelle ich noch für 5 Minuten mein Projektstand vor. Wenn sonst noch eine Fragen sind, ich bin vorne bei meinem Marblatt Projektstand und dort gibt es auch nochmal die Handouts und ich bin dann den ganzen Tag da. So. Licht. Da bin ich auch jetzt ein Licht ein. Und dann ist die auf. Irgendwo habe ich das nicht ganz. René sprach, es werde Licht. Und ich drücke und dann funktioniert sogar, ne?